Hi Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Go. Es hat ein paar Tage lang keine Folge gegeben und das hat einen guten Grund, muss ich ganz ehrlich sagen, den ich jetzt auch in diesem Part hier erklären wollte. Grundsätzlich haben wir im letzten Part schon ein bisschen über das Update gesprochen, dass jetzt hier in der Nearby-Liste die Footsteps komplett weggelöscht wurden und auch Pokévision und sonstige Drittanbieter-Websites vom Netz genommen wurden. Es gibt noch ein paar Alternativen, davon habe ich mir ein paar angeguckt, aber die zeigen alle irgendwie Bullshit an. Ich weiß nicht, ob die für Deutschland nicht optimiert sind oder so. Auf jeden Fall wurden da einige Stellen angezeigt, an denen Pokémon sind und auch die Zeit, das stimmt. Also es stimmt, die Stellen, an denen sich Pokémon befinden und auch die Zeit, wie lange Pokémon sich dort befinden, stimmen, aber die Arten der Pokémon, die dort sein sollen, stimmen überhaupt nicht. Also in der Nearby-Liste waren, also ich sag mal, auf der App stand, dass da ein Dodo ist, deswegen bin ich da hingegangen, weil ich noch keinen Dodo habe und da war halt ein Radfratz. Dann waren 5 Meter weiter angeblich das nächste Dodo, da bin ich hingegangen, da war ein Taubsi, dann war, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde weit das nächste Dodo, da war dann Raupi. Also, das stimmt überhaupt nicht, was für Pokémon da sind, aber immerhin stimmen, gibt es noch Apps, die illegalerweise, was ist ja offiziell verboten von Niantic, die illegalerweise noch anzeigen, wo sich Pokémon befinden. Ich habe jetzt gedacht, es kann doch nicht wahr sein, dass sie alle Tracking-Apps, quasi alle Tracking-Websites und Apps sperren und ihr eigenes Tracking-System deaktivieren, ohne irgendwas da zu sein. Deswegen habe ich gedacht, es muss irgendwas geben, was darauf hinweisen könnte, wo dieses Austoss da unten sein könnte. Was wir noch vielleicht noch nicht rausgefunden haben. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht haben wir diese Grasbüschel, die ab und zu mal rascheln, da einen Sinn jetzt mittlerweile. Und neben diesem Pokéstop da vorne hat ab und zu was geraschelt. Deswegen habe ich mir gedacht, gehe ich da einfach mal hin und schaue, ob meine Theorie vielleicht stimmt. Das war der einzige Grasbüschel, da habt ihr gerade gesehen, in der kompletten Umgebung. Da wir sind das Pokémon, die neu sind oder besonders selten, die jetzt rascheln. Aber wie ihr jetzt gerade seht, wir sind komplett im Radius von diesem Grasbüschel und hier ist absolut nichts. Da habe ich mir gedacht, okay, gibt sonst noch irgendwelche Hinweise, die diese Nearby-Liste da quasi zeigen könnte? Das Austoss rutscht ein paar Mal nach links, ein paar Mal nach rechts. Vielleicht hat das jetzt mittlerweile, vielleicht klappt das ja zumindest mittlerweile, dass die Nearby-Liste immer noch sortiert, welches der Pokémon am nahesten dran ist und welches nicht. Aber das hat mit anderen Bugs zu tun, aber auf die kommen wir später zu sprechen. Erstmal reden wir ein bisschen über das Update, über das 1.1er iOS bzw. 0.31 irgendwas Update für Android. Was es jetzt gab, weil da habe ich noch nicht alles zu erzählt. Und zwar gibt es, wie ihr gerade eben gesehen habt, jetzt neu die Nachricht, dass ein Pokémon entkommen ist, wenn es aus dem Pokéball rausgebrochen ist. Das ist eine Neuerung, die es vorher noch nicht gab. Also, es war wirklich ein Update, es kamen Neuerungen dazu. Dieses Update zeige ich aber bewusst immer so ein bisschen, spreche ich komisch aus, und wenn ich eine Kamera hätte, dann würdet ihr auch sehen, dass ich das in Anführungszeichen zeige. Weil ein wirkliches Update war es nicht. Also, es gibt wie gesagt ein paar Neuerungen, die Eier haben jetzt so eine Art, ja, Ladebalken-mäßiges, das ist, dass man halt sieht, nicht nur in der Kilometeranzahl, wie weit das Ei schon fortgeschritten ist, sondern halt so eine Anzeige quasi. Die Schriftart wurde ein bisschen verändert, auch wenn du hast diese Arena gewonnen, immer noch das Ende der nächsten Zeile steht. Also wenn man schon solche Schriftarten ändert, hätte man auch die, die wichtig sind, ändern können, aber naja. Es gibt halt jetzt, wie gesagt, die Nachricht, dass ein Pokémon aus dem Pokéball ausgebrochen ist und so weiter. Man kann den Trainer nachträglich, nach der Trainererstellung auch noch im Traineranpassungsmenü quasi die Klamotten ändern. Dort sind auch ein Hemd für den Jungen und ein Hemd für das Mädchen dazugekommen. Sodass jetzt beide 4 Farben haben, nämlich Blau, Orange, Gelb und Rot. Vorher hatte jeder nur 3 Farben. Bei dem Jungen ist das Blaue dazu gekommen, das Mädchen vorher schon blau. Ich weiß aber nicht, welche Farbe die dafür nicht hatten von den anderen dreien. Aber ja, wie gesagt, das ist jetzt auch dazu gekommen. Außerdem ist der Transfer-Button, mit dem ihr quasi Pokémons transferieren könnt an einer anderen Stelle. Aber es ist auch was Neues, wie ihr jetzt gerade seht, nämlich der Spinball wurde verändert. Also der Curveball. Da hatte ich doch keinen Bock mehr, den einzusetzen. Der curft jetzt viel, viel stärker zur Seite, was es viel schwieriger macht, ein Pokémon zu fangen. Also die Physik wurde komplett verändert. Und Pokémon, die weiter hinten stehen, sind jetzt fast unschaffbar mit dem Curveball zu kriegen. Also es geht noch, aber es ist viel, viel schwieriger mit dem Curveball ein Pokémon zu fangen. Dafür kriegt man die Erfahrungspunkte von dem Curveball endlich mal wieder. Das habe ich nämlich lange Zeit nicht bekommen. Aber Erfahrungspunkte, alle anderen Bonus-Erfahrungspunkte, die es gab, das ist übrigens ein neuer Bug, dass der Pokéball lange offen bleibt, wenn man damit fängt. Also es sind auch ein paar neue Bugs dazu gekommen. Erfahrungspunkte gibt es nicht mehr für die Bewertung Klasse, Exzellent oder einfach fabelhaft oder wie das hieß. Das heißt, wenn ihr die Kreise trefft, gab es ja entweder 10, 50 oder 100 Bonus-Erfahrungspunkte. Diese Erfahrungspunkte gibt es nicht mehr. Außerdem haben Hacker mittlerweile herausgefunden, die sich in den Gamecode gehackt haben, dass auch dieses Erreichen dieser Wertung Klasse Excellent Co. keinen Einfluss mehr auf die Fangrate hat. Das heißt, diese Bewertungen sind vollkommen sinnlos geworden. Sie stehen einfach nur noch da, aber sie haben keinen Zweck mehr. Sie erhöhen weder die Fangrate des Pokémon noch geben sie Bonus-Erfahrungspunkte. Also sie sind einfach noch da und machen keinen Sinn. Aus genau diesem Grund wurden die Fußspuren rausgepatcht, weil sie da sind, aber keinen Sinn machen.
Dafür bringt man Sachen, die da sind und Sinn machen, jetzt dazu, dass sie da sind, aber keinen Sinn mehr machen. Das ist für mich vollkommen widersprüchlich und macht überhaupt keinen Sinn. Es soll wohl angeblich daran liegen, dass Niantic halt noch lange nicht so weit ist, neuen Content nachzupatchen, weil sie halt noch lange mit dem aktuellen Content beschäftigt sind und da schon viele Leute nah an Level 40 und Co. sind, wollen sie damit ein bisschen wohl zurückhalten, dass die Leute weiterhin so schnell leveln, wie sie das bislang getan haben, indem sie halt Erfahrungspunkte aus dem Spiel nehmen und es schwieriger machen, Pokémon zu fangen und dementsprechend schwieriger machen, Erfahrungspunkte zu bekommen, was meiner Meinung nach die schlimmste Idee ist, die man machen kann, weil das ist das Einzige, was momentan in diesem Spiel noch funktioniert, wenn man mal zufällig auf ein Pokémon trifft, es zu fangen. Und das wurde jetzt schwerer und nerviger gemacht. Also der Curveball wurde deswegen wohl schwerer gemacht, die Erfahrungspunkte gibt es deswegen nicht mehr so stark. Und die Fangrate wird deswegen durch sowas nicht mehr erhöht, um es halt schwerer zu machen, das Einzige, was noch funktioniert, hinkriegen zu können. Wie ihr seht, hat das überhaupt nichts gebracht. Unsere Suche hier nach der Trackingliste aus, das rutscht immer weiter nach unten und, um noch weiter dazu zu kommen, was dieses Update, was eigentlich kein Update war, sondern eher, wir nehmen sinnvolle Features aus dem Spiel raus. Also es gibt wieder keine Erfahrungspunkte mehr, diese Bewertungen bringen nichts mehr, der Curveball wurde schwieriger gemacht, die Footsteps wurden rausgepatcht, die Nearby-Liste ist komplett kaputt mittlerweile. Es gibt keine Tracking-Websites mehr und der Energiesparmodus wurde rausgepatcht, aus irgendeinem Grund auch eines der wenigen Dinge, die noch funktioniert haben. Gibt's jetzt auch nicht mehr. Keine Ahnung warum, er hat funktioniert. Der Energiesparmodus gibt es nicht mehr, stattdessen frisst das Spiel aktuell noch mehr Akku, als es vorher getan hat. Und das, obwohl es weniger Features beinhaltet. Das muss man auch erstmal hinkriegen, dass man aus dem Spiel Features rauspatcht und es dann mehr Akku frisst als vorher. Es wurde bewiesen, man hat verglichen mit einem, wie lange man das Spiel vorher offen haben konnte, ohne sich zu bewegen, ohne Pokémon zu fangen, ohne irgendetwas zu tun. Wie lange Zeit, also wie viel ein Akku dann verbraucht wurde bis jetzt. Und das ist jetzt fast doppelt so groß, der Akkuverbrauch von der jetzigen Update, wie zuvor. Keiner weiß warum. Wie gesagt, es wurden ja nur Features rausgenommen und keine hinzugefügt. Aber ohne Powerbank braucht ihr jetzt gar nicht mehr los, weil das Spiel frisst jetzt so viel Akku, das geht gar nicht. Also wenn ihr noch ein Handy mit einem schlechteren Akku habt, dann könnt ihr vielleicht eine Stunde die App anhaben und dann ist es vorbei und dadurch, dass man jetzt momentan eh keine Pokémon trifft, werdet ihr in der Stunde auch nur zwei Radfratzes und fünf Dingens, Taubsis finden und dann ist das der Spielspaß für den Tag schon wieder gelaufen, wenn ihr keine Powerbank habt. Naja. Um nochmal auf diese Austoss zurückzukommen, ja, wir sind gestartet. In dem Moment, in dem ich das Austoss auf dem Bildschirm habe erschienen sehen, sind komplett über einen Kilometer in eine Richtung gerannt. In der Zeit hätte das eigentlich schon längst von der Trackingliste verschwunden sein müssen. Weil ja offiziell mittlerweile wohl bestätigt ist, dass die nur 500 Meter lang reichen soll, die Trackingliste. Und ja, diese 500 Meter sind wir weit überschritten. Also wir haben mehr als 500 Meter hinter uns gelegt. Und es war trotzdem noch drauf. Wir gehen den ganzen Weg wieder zurück, befinden uns jetzt ganz nah wieder an dem Punkt, wo das Austoss auf unserer Trackingliste erschienen ist. Und ich spoilere euch in diesem Moment schon mal leicht, indem ich sage, in diesem Moment wird es plötzlich von der Trackingliste verschwinden. Und zwar nicht, weil dieses Austoss nicht mehr da ist, sondern weil es von der Trackingliste verdrängt wurde von anderen Pokémon. Und das ist nämlich der Bug, den ich meine, ich festgestellt habe. Hier seht ihr übrigens, der Energiesparmodus fehlt. Nicht mehr da. Das ist übrigens der Bug, den ich jetzt halt so festgestellt habe, dass Pokémon nicht mehr von der Trackingliste verschwinden. Sie verschwinden nicht mehr. Hat übrigens zu diesem Zeitpunkt extrem angefangen zu regnen, deswegen macht mein Handy nicht mehr so ganz das, was es will. Und öffnet ab und zu hier was ich nicht zeigen möchte. Das ist übrigens meine Capture-App, mit dem ich vom iPhone aus Capture, ihr versteht schon. Die Pokémon verschwinden nicht mehr von der Trackingliste. Das heißt, nur wenn ein neues Pokémon erscheint, wird es auf die Trackingliste draufgepackt, aber wenn ein Pokémon verschwindet oder ihr euch außerhalb des Radius von diesem Pokémon bewegt, verschwindet es nicht mehr zwangsläufig von der Trackingliste. Manchmal tun sie es, aber in so 80% der Fälle tun sie es nicht. Das heißt, sie bleiben einfach drauf und deswegen wird eure Trackingliste einfach mit Sachen vollgemüllt, die gar nicht mehr existieren und die gar nicht mehr in der Nähe sind. Dafür werden Sachen, die wirklich in der Nähe sind und wirklich existieren, passen nicht mehr drauf und werden halt verdrängt. Und das ist irgendwie total dämlich. Ich habe die App jetzt einmal neu gestartet und dann sieht man plötzlich, wenn man die App einmal neu startet, hey, es ist plötzlich nur noch ein Habitak in der Nähe. Das heißt, alle andere Bullshit, der uns da in der Zeit auf der Trackingliste angezeigt wurde, befindet sich in Wirklichkeit gar nicht mehr in der Nähe. Dieses Habitak ist nämlich wirklich direkt nebenan. So, und deswegen macht es einfach den ganzen Kram total sinnlos. Also, es ist momentan leider echt nicht spielbar. Zumindest, ich habe mir ein paar Tage Zeit gelassen, bis ich dieses Video hier online gebracht habe, weil ich halt einfach in der Zeit auch wegen schlechtem Wetter, es hat seitdem dauerhaft geregnet,
Und halt wegen der Tatsache, okay, dieses E-Mittag ist übrigens erschienen wegen unserem Rauch, also es hat nichts mit der Tracking-Liste zu tun. Ich wollte halt, ja, ihr müsst also quasi die App alle paar Sekunden neu starten, um eine aktuelle Nearby-Liste zu haben, was totaler Bullshit ist, aber naja. Also ich sagen wollte, zumindest habe ich mir ein paar Tage Zeit gelassen, bis dieses Video rauskam. Und in der Zeit hat sich zumindest Niantic mal erstmalig offiziell zu dem Update gemeldet und hat zumindest bestätigt, auch wenn da einige sehr merkwürdige Statements mit dabei waren, haben sie zumindest bestätigt, dass sie daran arbeiten, dass ein Tracking-System, zumindest ein Tracking-System, ob es nochmal dasselbe wird, weiß man nicht, aber zumindest ein Tracking-System funktionierend ins Spiel zu integrieren und solange das aktuelle komplett rausgepatcht haben. Das heißt, wir können zumindest damit rechnen, dass es irgendwann ein Tracking-System geben wird. Wenn dieses allerdings nicht in den nächsten 2-3 Tagen erscheinen wird, dann glaube ich, dass sie in der Zeit schon so viele User verloren haben, dass der große Pokémon Go-Hype damit beendet ist. Also er ist jetzt eigentlich schon mehr oder weniger beendet, weil die meisten Leute, die ich kenne, nicht nur wegen des schlechten Wetters, sondern haben allgemein keinen Bock mehr. Vorher sind sie auch wegen schlechtem Wetter rausgegangen, weil das Spiel Spaß gemacht hat. Aber weil das Spiel nicht mehr funktioniert, sagen sie sich, warum soll ich dann auch bei schlechtem Wetter rausgehen? Und haben schon viele die App deinstalliert oder schauen da seit Tagen nicht mehr rein. Also ich kenne, wie gesagt, schon viele, die das vorher intensiv gespielt haben und mittlerweile nicht mehr tun. Und es wird wahrscheinlich nicht nur in meinem Freundeskreis so sein, sondern in vielen anderen auch. Und ja, es könnte jetzt schon zu spät sein. Aber wenn sie sich tatsächlich noch ein paar Tage Zeit lassen mit dem Patchen, dann wird es definitiv zu spät sein. Und sie werden damit mindestens die Hälfte ihrer Kunden verlieren, wenn sie es nicht innerhalb der nächsten Tage quasi sinnvoll wieder funktionierendes Tracking-System reinbauen. Stattdessen haben sie sich heute allerdings erstmal auf der Homepage dazu geäußert, dass sie das Spiel in Brasilien veröffentlichen wollen. Ich glaube, die Leute in Brasilien werden keinen großen Spaß dran haben, wenn das Spiel in Brasilien released, aber es dort niemals funktionieren wird. Weiß ich nicht, also wenn das Spiel neu rauskommt und viele Leute es tatsächlich bis auf den Release im eigenen Land warten und das dann das erste Mal spielen und es dann von vornherein kein Tracking-System gibt, dann weiß ich gar nicht, ob man überhaupt Spaß haben wird mit dem Spiel. Auch übrigens, der AR-Modus funktioniert auch überhaupt nicht mehr. Also zumindest nicht mehr wirklich. So 50% der Pokémon sind dann da so wie dieses Radfratz, so total schräg auf der Seite. Irgendwie erkennt es den Boden nicht mehr so wirklich wie vorher. Das haben sie auch kaputt gepatcht aus irgendeinem Grund. Weshalb ich den AR-Modus jetzt auch wieder relativ wenig anhabe. Auch dieses Taubsi steht da wieder schräg. Ich weiß, ich habe relativ weit auf den Boden geguckt, aber das hat nichts. Das spielt keine Rolle. Das habe ich ja vorher auch öfter und da hat es immer funktioniert. Und auch wenn ich normal gucke, normal schaue in eine normale Richtung, auch dann funktioniert es nicht mehr richtig. Also es kann sein, dass die nächsten Tage wieder ein paar Tage kein Spiel kommt. Wie gesagt, es ist schlechtes Wetter und wenn das Spiel überhaupt nicht funktioniert, habe ich auch keinen Bock, random durch die Gegend zu laufen und zu hoffen, dass irgendwann was kommt. Weil, ja, wie gesagt, da fehlt mir dann auch die Motivation zu. Wenn das Spiel dann wenigstens funktionieren würde, würde ich sagen, ja, okay, dann macht es halt Spaß, dann gehe ich halt auch mit Regenjacke mal raus. Aber es funktioniert halt absolut 0,0%. Und alles, was noch funktioniert, hat man rausgepatcht. Also wie gesagt, Erfahrungspunkte sammeln war das Einzige, was man aktuell machen konnte, damit, wenn das Tracking-System wieder funktioniert, dass man dann wenigstens starke Pokémon findet, wenn man dann mal wieder welche finden kann durch das Tracking-System. Aber wie gesagt, selbst das funktioniert aktuell nicht mehr, da die hauptsächlichen Erfahrungspunkte, die man nicht durch Entwicklung Glückseier bekommen könnte, nämlich die Exzellenten und so Würfe, also die einzigen Bonus-EP, die man noch kriegen konnte, die gibt es auch nicht mehr. Und der Energiesparmodus funktioniert auch nicht mehr, wie gesagt, das ist jetzt für die meisten wahrscheinlich nicht so schlimm, könnte ich auch darauf verzichten, aber es war, wie gesagt, eines der wenigen Features dieses Spiels, die noch funktioniert haben und man patcht ihn einfach raus, ohne Angabe von Gründen und erhöht stattdessen noch zusätzlich die Energieverbrauch der App. Also was Niantic da momentan abzieht, ist einfach total unverständlich und wie man ein so erfolgreiches Spiel innerhalb so kurzer Zeit so verhauen kann, das ist tatsächlich auch, glaube ich, fast geschichtsträchtig. Das habe ich so noch nicht erlebt, dass man ein wirklich gutes, beliebtes, hype-mäßiges Spiel innerhalb von wenigen Patches und Bugs sowas von zerstören kann. Das ist tatsächlich, ja, fast rekordverdächtig, würde ich so sagen. Naja, wir haben zumindest auf unserer Map-PC noch einen Tauboss erscheinen lassen, das ist interessant. Keine Ahnung, wo sich das befinden könnte, es ist einfach mal so erschienen. Und dann habe ich mir gedacht, können wir noch mal ein paar Meter laufen, vielleicht finden wir es durch Zufall irgendwie. Wie gesagt, das kann momentan nur Zufall sein, nichts anderes kann hier die Rede sein. Eigentlich wollte ich da vorne schon in die Bahn steigen und wieder nach Hause fahren. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn jetzt hier noch was anderes außer Zubats und Habitax und Radfratz sind, dann können wir zumindest noch mal einen kleinen Abstecher in eine Seitenstraße machen. Und gucken, ob wir nicht eventuell doch noch mal dieses Tauboss finden. Aber wie gesagt, die Hoffnung hatte ich eigentlich schon aufgegeben. Weil, ja, wir waren hier ja schon 5-6 Mal und da war das Tauboss nicht auf dem Bildschirm und da war ich mir jetzt
Deswegen, das war die einzige Hoffnung, die ich hatte, dass es frisch gespawnt sein könnte. Ansonsten müsste ich die App jetzt eigentlich wieder neu starten, also wieder schließen, wieder neu starten, gucken, ob es dann immer noch drauf ist. Dann, nur dann kann man sich sicher sein, dass dieses Tower wirklich sich in der Nähe befindet. Aber naja, das müsste ja auch zeitlich mittlerweile gespawnt sein. Ich habe das hier in doppelter Geschwindigkeit laufen. Das heißt, wir sind mittlerweile eine halbe Stunde unterwegs. Pokémon sind ja normalerweise nur 8 bis 12 Minuten da. Warum man die Zeit nicht erhöht hat, während gar kein Tracking-System mehr funktioniert, weiß ich auch nicht. Also man kann ja noch nicht mehr random die 500 Meter Radius um sich herum ablaufen. In der Zeit schafft man das ja nicht. Und wenn man sich schneller als Fußgeschwindigkeit bewegt, dann... Oh, da ist es übrigens. Wenn man sich schneller als Fußgeschwindigkeit bewegt, also mit Fahrrad oder so, dann werden die Pokémon ja teilweise gar nicht rechtzeitig mehr angezeigt, weil man sich ja dann so schnell außerhalb des Radiuses wieder bewegt, indem sich die Pokémon befinden. Das heißt, man muss ja Schrittgeschwindigkeit laufen und dann ist es absolut ohne Tracking-System gar nicht mehr möglich, da rechtzeitig irgendwie was zu finden. Muss man echt nur mega Luck haben, wie wir es jetzt hier gerade hatten. Also wir haben immerhin was Neues gefangen in diesem Part und ich finde dieser Part ansatzweise sinnvoll. Und das ist der einzige Grund, weshalb ich ihn hochgeladen hätte. Ansonsten hätte ich einfach einen Rage-Kommentar hier hochgeladen und gesagt, das war's. So, konnte ich euch ein klein bisschen was darüber erzählen, dass sehr, sehr unnötige optische Features dazugekommen sind und deswegen sehr, sehr sinnvolle Gameplay-Features rausgepatcht wurden und neue Bugs dazukamen, weshalb das letzte Update eigentlich nicht als wirklich als Update zu bezeichnen ist, sondern man kann da kein Update zu sagen, man kann da eigentlich Downgrade zu sagen, weil es wurden sinnvolle Features rausgenommen, neue Bugs hinzugefügt und einfach nur ein paar optische Sachen stattdessen reingepackt. Naja, immerhin hatten wir hier unseren Rauch die ganze Zeit aktiv, so dass man immer noch sagen konnte, so haben wir noch ein paar Pokémon getroffen. Stellt euch mal vor, wir hätten den Rauch nicht aktiviert. Hätten wir vielleicht auf dieser halbe Stunden-Tour 6 random Pokémon oder so getroffen. Und Glück gehabt, dass eins davon ein Taubes war. Ich packe da übrigens die ganze Zeit auf die Kamera, weil ich die ganze Zeit versucht habe, den AR-Modus auszumachen. Aber weil mein Display so voll geregnet war, hat er einfach nicht reagiert, dass ich diesen Knopf gedrückt habe. Also es wurde Zeit, nach Hause zu fahren. Das habe ich jetzt auch getan. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaut doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.